Wer nun denkt, dass nach dem vergangenen Wochenende der Motorgeländesport in die Saisonpause geht, der sieht sich getäuscht. Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen. Herzlich willkommen zu Mekional am Montag, den 24. Oktober. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Ja, das zurückliegende Wochenende hatte es für alle Enduro-Sportler und die Freunde der Erdferkel-Fraktion wieder in sich. Am Freitagabend und am Samstag gab es wieder Geländesport vom Feinsten. Auch wir, das Mittelerzgebirgsfernsehen, durften wieder zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen. Wir haben beispielsweise den Zuschauern in der Halle die spektakulären Fahrszenen zum Prolog in XXL auf die Videowände geliefert. Hier sind einige Ausschnitte davon. Und als Erster einen Prolog zweimal gewinnen. Gleich werden wir es wissen. Die erste Runde läuft. Drei Runden sind noch zu fahren. Kann Neubert seinen Vorjahressieg wiederholen? Zeitig saß er auf dem Hot Seat. Aber Jandl konnte ihn nicht knacken. Und der 118 liegt in Führung. Unterstützt Marco Neubert. Gelingt ihm das Husarenstück. Gelingt ihm die Sensation, zweimal einen Prolog zu gewinnen. Das ist er, der Sieger des Finallaufs der internationalen deutschen Enduro-Meisterschaft in Schopau. Marco Neubert hat am Wochenende nicht nur den Prolog im MZ Neuwerk, sondern auch das Championat, sprich den Sieg aller Klassen, eingefahren. Der Erzgebirger erfüllte sich damit einen Kindheitstraum, denn schon als kleiner Junge stand der Erfalterer am Streckenrand und bejubelte seine Idole. Jetzt ist er selbst so etwas wie ein Vorbild für Nachwuchsfahrer. Denn bei rund um Schopau bis ins Ziel kommen ist schon stark. Hier zu gewinnen, eine Glanzleistung. Das war Marco Neubert in der Vergangenheit immer verwehrt geblieben, rollte er doch meistens als Zweiter ins Ziel. Damit konnte er dieses Jahr zwar nicht den Brandenburger Dennis Schröter, der als Zweiter auf dem Podest stand, in der Meisterschaft verdrängen, aber der hatte ja noch mit dem norddeutschen Davide von Zitzewitz zu kämpfen. Dieser saß Schröter ja bis auf drei mickrige Punkte im Nacken. Der Vorsprung bei rund um Schopau war für Dennis aber dann zu groß, um da noch federn zu lassen. Tausende Zuschauer verfolgten diesen Wettkampf wieder in der Schopauer Region. Neu in der reichlich 80 Kilometer langen Strecke, die bis zu dreimal gefahren werden musste, war die Steilauffahrt bei Wittstorf bzw. Waldkirchen. Ein neuer Zuschauermagnet, der genauso populär war wie das legendäre Schlammloch bei Birnichen oder der Weberhang in Venusberg. Insgesamt wieder der Höhepunkt der Enduro-Saison. Ausführlich berichten wir wie immer ab Freitag im MEF-Wochenrückblick. Ja, und mehr Enduro-Sport gibt es ab kommenden Freitag hier bei uns in der Sendung Wochenrückblick und dann am Samstag wieder live und in Farbe beim Getzen-Rodeo in Griesbach. Liebe Zuschauer, kommen wir aber nun zu einem etwas anderen Thema. Das betrifft eher die jüngere Generation, die auf der Suche nach dem Wunschberuf ist oder genauer gesagt vielleicht war. Nancy Melzer und Sebastian Eberlein sind hier mit ihrem Bericht und der Antwort, was, wann, wo los war. Am 22. Oktober 2016 herrschte in der Sporthalle am Goldkindstein reges Treiben. Bereits in den Morgenstunden machten sich zahlreiche Besucher auf den Weg, um die Ausbildungsmesse Erzgebirge zu besuchen und sich einen Überblick über die Ausbildungsplätze und die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu verschaffen.
Insgesamt 81 Unternehmen und Einrichtungen aus den unterschiedlichsten Branchen standen den Jugendlichen Rede und Antwort zu den Themen Berufseinstieg, Praktika oder Ferienarbeit sowie zu den Rahmenbedingungen und Zugangsvoraussetzungen für duale Ausbildungen oder auch duales bzw. Hochschulstudium. Begrüßt wurden die Gäste und Besucher unter anderem durch Matthias Liske von der Wirtschaftsförderung Erzgebirge. Glück auf und herzlich willkommen hier in Marienberg zur 8. Ausbildungsmesse hier vor Ort. Wir sind mit einer tollen Hymne begrüßt worden, traditionell schon viele Jahre durch die Bläsergruppe des Gymnasiums Marienberg. Vielen Dank an die Schüler, die das immer wieder wahrnehmen und uns so feierlich und festlich begrüßen. Wir freuen uns heute auf 81 Aussteller hier in der Halle. Die Ausbildungsmesse unter dem Motto hier geblieben. Wir wollen den jungen Leuten die Chancen zeigen, die Zukunft im Erzgebirge zeigen. Und ich freue mich, dass wir heute neben den vielen Ausstellern auch besondere Gäste hier haben. Wir begrüßen ganz herzlich das Mitglied des Deutschen Bundestages, Günter Baumann. Und wir begrüßen auch ganz herzlich viele Bürgermeister. Ich habe Wolfram Liebe gesehen, Andreas Mauersberger aus Mildenau. Ein herzlicher Gruß auch an den Chef der Agentur für Arbeit, Herrn Bäumler, der heute hier vorbeischaut. Willkommen und wir freuen uns jetzt auf das Grußwort zur heutigen Eröffnung der 8. Ausbildungsmesse. Ja, liebe Marienbergerinnen, liebe Marienberger, sehr verehrte Gäste aus dem Landkreis Erzgebirge, ich möchte Sie als Oberbürgermeister unserer schönen Stadt natürlich auch ganz herzlich willkommen heißen, Ihnen einen schönen guten Morgen wünschen und Sie heute ein kleines bisschen hier auf die Ausbildungsmesse einstimmen. Die Mädchen und jungen Jugendlichen haben heute hier die Möglichkeit, sich an den Ständen zu informieren. Nach meinem Kenntnisstand haben also viele Unternehmer auch dafür Sorge getragen, dass schon Auszubildende in Ausbildung und Studenten natürlich die Stände mit betreuen. Es sind also Gespräche auf Augenhöhe möglich. Die Jugendlichen können sich austauschen, können natürlich auch ein paar praktische Erfahrungen erfragen. Das soll soweit von meiner Seite dann auch gewesen sein, denn ich sehe hier, es strömen ständig neue Besucher in die Halle hinein. Und es soll ja heute hier für die Jugendlichen die Möglichkeit bestehen, sich ordentlich beraten zu lassen. Ich wünsche uns allen zusammen und allen Besuchern uns heute hier eine hervorragende Messe. Ich wünsche den Unternehmern gute Gespräche, einen kleinen Vorausschau schon auf vielleicht einen unterschriebenen Ausbildungsvertrag oder auf eine Anbahnung von einem Ausbildungsvertrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf! Ob Ausbildung, Studium, Ferienarbeit oder doch erstmal ein Praktikum zum Reinschnuppern, überall herrschte reges Begängnis und die Vertreter der einzelnen Unternehmen und Schulen hatten alle Hände voll zu tun, den wissbegierigen Besuchern die Inhalte und Voraussetzungen für die jeweiligen Ausbildungsberufe zu erläutern. Von 10 bis 15 Uhr haschten interessierte Jugendliche nach Informationen und wir haben da doch glatt mal bei einigen nachgefragt. Wie empfindet ihr die Ausbildungsmesse? Ist sehr interessant. Und sehr hilfsbereit für später mal. So, bist du heute zum ersten Mal auf einer Ausbildungsmesse? Ja. Ist was Interessantes für dich dabei? Hast du was gefunden? Ja, also zwei Berufe. Die da wären? Erzieherin und Bäcker. Okay, und für was schlägt das Herz eigentlich mehr? Erzieherin. So, heute hier auf der Ausbildungsmesse schon was Interessantes gefunden oder erstmal einen Überblick verschafft? Nee, erstmal einen Überblick verschafft. Und speziell ist da schon irgendwie was ins Auge gestochen? Nee, also wir waren vorne bei der bei den technischen Berufen und bei der Polizei, aber es ist bis jetzt alles sehr interessant, müssen wir erstmal wissen, was so genau das Richtige ist. Ja, und bei unserem Blick in unseren speziellen Kalender ist uns heute wieder ein besonderer Thementag ins Auge gefallen. Natürlich haben wir alles Wissenswerte dazu, zu diesem Tag, zusammengefasst. Christine Bäsler, bitte. Es existieren zwei unterschiedliche Arten von Bibliotheken. Die bekannteste unter ihnen ist die öffentliche Bibliothek. Diese steht der Bevölkerung weitläufig zur Verfügung. Die andere ist die wissenschaftliche Bibliothek. Sie ist für jeden zugänglich.
Jedoch ist sie speziell auf die Bedürfnisse von Wissenschaftlern oder Studierenden ausgerichtet. Der erste Buchdruck mit beweglichen Lettern wurde von Johannes Gutenberg 1452 in Mainz erfunden. Dieses Buch hatte den kuriosen Namen B42. Es wurde so genannt, da jede Spalte aus genau 42 Zeilen Text bestand. Bibliotheken bieten nach gedruckten Medien wie Bücher oder Zeitschriften weitestgehend auch digitale Medien an. Unter digitalen Medien zählen hierzu DVDs, elektronische Zeitschriften oder Audiodateien. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass sie in der heutigen Zeit über internetfähige digitale Bibliotheken verfügen. In diesem Abteil werden sozusagen alle erfassten Bücherinhalte online abgespeichert, sodass es jeder direkt von zu Hause abrufen kann. Heutzutage wechseln wir weitaus mehr zu der digitalen Bibliothek. Also wir lesen eher auf unseren Smartphones oder E-Books die Bücher und weniger in einer Bücherei. Aber ist das auch wirklich so? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Was bevorzugen Sie eher? Kaufen Sie Bücher online oder eher in der Bibliothek? Leihen Sie das lieber aus? Eher in der Bibliothek. Warum? Ist das einfacher? Oder? Da kann man ein bisschen drinnen blättern schön. Lesen, um was es geht, im Einband. Also Sie bestellen jetzt auch nicht Online-Bücher direkt? Ja, oder? Selten. Also Sie gehen immer zur Bibliothek und... Was bevorzugen Sie lieber? Kaufen Sie Bücher online oder bei irgendwelchen Geschäften oder lesen Sie eher in der Bibliothek? Nur hier, also bei Geschäften, nicht online. Okay, warum ist das? Machen Sie das? Weil mir das, sagen wir mal, persönlicher ist. Also, dass man auch was in der Hand hat, sozusagen. Selbstverständlich, dass man auch richtig durchgucken kann. Mal vorgelesen, wenn möglich oder so. Das ist viel interessanter als das alles online. Ja, sehr interessant. Soweit die aktuellen Berichte, liebe Zuschauer. Nun richten wir aber unseren Blick auf die Polizeiberichte. Und darin geht es heute unter anderem um Diebstahl. Groß-Olbersdorf, Ortsteil Hohendorf. Diebe stahlen beladenen Transporter. Von einem Parkplatz in der Waldstraße an der B174 stahlen Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen gesichert abgestellten Opel Movano, in dem sich ein Motorroller der Marke Honda, Werkzeug und Motorradbekleidung befand. Die Tatzeit liegt nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitag gegen 23.30 Uhr und Samstag 7.30 Uhr. Die Höhe des Sachschadens schätzte man auf fast 23.000 Euro. Amtsberg, Ortsteil Weißbach. Tödlicher Verkehrsunfall. Jetzt werden Zeugen gesucht. Der 79-jährige Fahrer des Pkw der Marke Citroën, der am 6. Oktober auf der S-232 mit einem entgegenkommenden Pkw VW Caddy kollidierte, verstarb im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz sucht nun zu dem Unfall Zeugen. Insbesondere der Lkw-Fahrer, der vor dem VW fuhr, wird gebeten, sich zu melden. Es soll sich um einen Lkw mit Pritsche und möglicherweise Ladekran handeln. Auf dem Fahrzeug war eine grüne Aufschrift angebracht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0371 87 400 entgegengenommen. Zschopau. PKWs beschädigt. Polizei sucht Zeugen. In der Johannesstraße haben Unbekannte am Sonntag, dem 23. Oktober, zwischen 16.45 Uhr und 17.55 Uhr vier Fahrzeuge beschädigt. An einem VW Golf, einem VW Touran und einem PKW der Marke Deo zerkratzten die Täter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseiten der Autos. Bei einem Suzuki Swift wurde die Fahrerseite zerkratzt und der Kühlergrill offenbar eingetreten. Alle Autos standen in Fahrtrichtung Schillerplatz. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Marienberg sucht unter der Telefonnummer 0373 50 60 nun Zeugen, die Personen beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Deutschlandweit halten sogenannte Clown-Pranks ihren Einzug. Am Samstag ist der Polizei ein ähnlicher Fall in Marienberg angezeigt worden. Ein 12-Jähriger hatte zu Hause berichtet, dass gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg in der Straße am Goldkinnstein ein Clown mit einem Messer aus einem Gebüsch auf ihn zugekommen sei. Eine Überprüfung des Tatortbereichs führte nicht zur Feststellung des Unbekannten. Musik.
Die Geschwindigkeiten werden morgen am Dienstag unter anderem auch wieder an der B101 zwischen Mittelseida und Forchheim kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen, also da, wo der dunkelgraue bzw. hellgraue Caddy gesichtet wird. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 wieder unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und Ärger. Tja, und hier kommt nun noch, wie gewohnt, das Wetter. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel wieder bewölkt oder um es mit anderen Worten zu sagen, er ist blickdicht. Mit Regen ist außerdem im gesamten Sendegebiet zu rechnen. Das Niederschlagsrisiko beträgt wieder stattliche 90%. Einzig die Temperaturen sind versöhnlich, die liegen im zweistelligen Bereich. In Olbernhau gibt es zwischen 10 und 11 Grad. In Marienberg zeigen die Thermometer zwischen 9 und 10 Grad. Und Schobau, die liegen auf Augenhöhe mit Olbernhau, da werden ebenfalls 10 bis 11 Grad angezeigt. Der Wind weht leicht mit um die 10 Stundenkilometer aus südöstlicher Richtung. Morgen am Dienstag bleibt der Himmel seiner bisherigen Farbe treu. Er zeigt sich grau in grau. Auch der leichte Regen bleibt uns den ganzen Tag über erhalten. Das Niederschlagsrisiko beträgt weiterhin 90%. Also Regenschirm oder Regenjacke sollte morgen wieder mit von der Partie sein. Die Sonne spielt im Wettertheater keinerlei Rolle. Es steht bei den Sonnenstunden eine dicke, fette Null. Mehr dafür steht aber in den Thermometern. In Neuhausen klettern die Werte auf 6 bis 11 Grad Celsius. In Marienberggebirge gibt es 6 bis 9 Grad und in Hohendorf zeigen die Displays 7 bis 11 Grad Celsius an. Der Wind weht leicht mit 6 und in Spitzen bis 21 Stundenkilometer aus Norden. Der weitere Ausblick. Der Mittwoch beschert uns in den Vormittagsstunden erst noch leichten Regen, aber dann im Tagesverlauf lässt dieser dann nach. Die Sonne steuert bis zu einer Sonnenstunde zum Wettergeschehen bei. Die Temperaturen erreichen zwischen 5 und 8 Grad bei einem Wind aus Südwesten. Am Donnerstag ist der Himmel auch wieder wolkig und es bleibt trocken. Die Sonne steuert noch etwas mehr zum Wettergeschehen bei. Sie hat noch etwas mehr Einfluss. Die Thermometer zeigen zwischen 5 und 9 Grad bei einem Wind aus Westen. Ja, und mehr vom Regionalwetter gibt es dann morgen hier bei uns. Liebe Zuschauer, das war es nämlich schon wieder. Das war Megional für heute am Montag. Und es ist schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Ich auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ich Sie dann wieder begrüßen kann. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine erholsame Nacht. Ich sage Tschüss, bis morgen.